Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Platin. Ja, leider bin ich derzeit scheinbar ein bisschen erkältet oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist meine Nase so ein bisschen verstopft und immer dieses Gefühl, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Deswegen ist, glaube ich, auch gestern die Folge ausgefallen und alles. Und ich glaube, irgendwie brüte ich was aus. Kaum hat man mal 3 Tage frei, weißt du? Nach anstrengenden Monaten von Arbeit kommt sowas. Das ist doch scheiße. Ja, nichtsdestotrotz sind wir in der Eisenhöhle. Nix. Wir sind in der Eisenhöhle und hier trainieren wir gerade zusammen mit Uris unsere ganzen Pokémon, was ich relativ geil finde, muss ich sagen. Und ich musste kurz mal leiser regeln. Und dann wollen wir mal sehen, was am Ende der Höhle uns erwartet. Was wir da machen und finden werden. Ich habe ja schon gelesen, dass da was Cooles sein soll. Habe ich ja schon, weiß ich ja schon. Zauberblatt auf Georock. Hier kann man so geil trainieren. Bis auf Maggie. Maggie können wir hier natürlich nicht trainieren, aber wie gesagt, da kommt ja nachher noch wunderbar die Wasserwelten und sowas. Das ist ja dann Maggies Place to be. So können wir aber mal wunderbar unsere Pokémon trainieren für den nächsten Arena-Kampf. Der Arena-Leiter soll, was ich gehört habe, voraussichtlich Stahlboden haben. Ich weiß noch nicht mal, ob wir gegen die gekämpft haben. Ja. Leider weiß ich nicht mehr ganz genau, wo wir hier jetzt schon überall waren, aber ich glaube, wir mussten jetzt zum Fahrstuhl und ich glaube, Team Galactica war am Fahrstuhl. Wenn ich mich nicht recht irre. Ich wünsche, wir hätten eine Attacke, die gegen beide jetzt geht. Weißt du, einfach so Zauberblatt auf beide werfen. Das wäre natürlich krass. Aber ich schon so auch schon geil genug, dass das halt auch alles sehr effektiv ist, was wir gegen diese ganzen Stein-Pokémon machen. Gegen Stein haben wir halt auch sehr viel, was sehr effektiv ist, ne? Also das muss man ja auch einfach mal sagen. Da haben wir halt sehr viel Wasser, Boden. Er hat jetzt auch noch Kampf, wir haben auch Kampf. Wir haben also Stein können wir wunderbar runterprügeln. Das muss man mal wirklich sagen. Konfusion langt, wenn du überhaupt noch angreifen darfst. Metall ist scheinbar auch sehr effektiv gegen Stein. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass Metall sehr effektiv gegen Stein ist. Und man kriegt hier ja gar nicht mal wenig EXP. Aber jetzt werden die Pokémon doch ein bisschen viel. Jeden zweiten Schritt muss das jetzt nicht unbedingt sein. So, ein Gülbat. Ja, Gülbat. Der Psychokinese, ich ihn mal weg war. Den guten alten Gulbert. Es ist halt auch einfach geil, mit so einem zu trainieren, wenn deine Pokémon halt permanent geheilt sind. Ne? Das ist schon sehr, sehr cool. Du hast halt nie Probleme mit irgendetwas, sondern kämpfst einfach und trainierst und trainierst. Das ist, glaube ich, der erste Teil, wo das wirklich so ist, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals in Smaragd wir mit irgendjemandem rumgelaufen sind, der unsere Pokémon mit trainiert hat. Da explodiert er doch glatt vor Freude. Trifft beide, oder? Ich glaube, beide haben gezuckelt. Es wäre nur schön, wenn er Lucario trifft. Trifft aber beide. Na komm. Oh, knapp. Gott sei Dank kriege ich noch die EXP ab. Ist zwar schon Level abgegangen, aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem schön. So, dann machen wir jetzt. Ja, weiß ich nicht. Wir haben halt... Jeder kommt gegen die Stein-Pokémon an, bis auf Maggie. Maggie kann doch eine Stahlattacke, oder? Jetzt mal. Konnte Maggie nicht eine Stahlattacke? Magnetbombe. Ist zwar nicht sehr stark, aber könnte man eigentlich auch nutzen, weil Stahl, habe ich ja jetzt gelernt, ist sehr effektiv. Und wir sollen Maggie mal den Magneten geben, den wir haben. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier einen Magneten haben, aber... Ich soll einen Magneten haben. Magnet, ja. Schön. Den haben wir da wohl gerade eben erst gefunden oder so. Soll das Item getauscht werden? Ja, Sanftglocke kommt erstmal weg. Ich meine, ist ja sowieso schon ein Ball voller Liebe.
Erstaunlich, dass ich hier noch hinkomme. KP Plus, oh cool. KP Plus ist geil. Das verwende ich auch gleich. Das ist, glaube ich, zählt, glaube ich, hier mit drin. Ne? Das ist, glaube ich, Medizin mit. So, mal sehen. Hat irgendjemand zufällig... Oh, hier, 99. Oder hier 19. Komm. Hey, früher hat das immer um 2 gegeben. Okay, wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich hin will? Ich muss ja den ganzen Weg nochmal zurückdackeln. Oh. Oh. Und Maggie kommt auch sehr gut gegen Zubat an. Golbert. Vielleicht geht das ja doch mit Maggie trainieren hier. Gucken wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Donnerblitz auf Golbert. Wir haben so viele Donnerattacken. Ich hoffe, du machst schön das Onix fertig. Nein. Nicht auf Maggie. Oh, Gott sei Dank, es ist Lucario. Wenn man das so ausspricht. Maggie hat also keinen sehr hohen Initiativewert. Zumindest hat Golbert einen größeren. Initiativewert, ne? Wir reden hier über den Initiativewert und nicht um irgendetwas Perverses. Also bitte. Bitte benehmt euch. Können wir Maggie ja doch hier ein bisschen trainieren. So, Magnetbombe, oh nix. Kann es auch mich schlagen? Nee, ne? Das wäre natürlich auch lustig, ne? Wenn es verwirrt ist und dann... Ja, ist auch sehr effektiv. Geil. Gut, wir können hier... Wir haben einfach... Alle unsere Pokémon haben eine sehr effektive Attacke gegen Stein-Pokémon. Das ist schon echt bitter. Alle unsere Pokémon haben das. Das ist schon ein bisschen... bitter. Wo ich jetzt auch wieder zurück muss, ist auch bitter. Naja, wir haben es für, das KP Plus getan. Vor the KP Plus haben wir das getan. So, aber eigentlich wollte ich mich hier auch nicht ewig aufhalten in dieser Höhle. Wobei es auch geil ist hier, einfach in dieser Höhle. Muss man ja auch einfach sagen, es ist halt auch geil in der Höhle. Weil halt die Höhle zusammen mit ihm halt cool ist. So, bitte immer auf Lucario, das ist mir das Liebste. Sieht aber nach Maggie aus, oder? Ich glaube, das ist jetzt Maggie, ja. Aber Maggie hat uns ja lieb, deswegen macht sie ja auch den Angriff, weil Maggie uns lieb hat. Mhm. Die Sanftglocke hat sich bezahlt gemacht. Und dieser Luxusball oder sowas, womit wir das gefangen haben. Ich frage mich wirklich, ob sie das bezahlt gemacht hat. Kann ich eigentlich irgendwo die Zuneigung sehen, was mein Pokémon hat? Oh, schon Level 35. Ich muss mir mal angewöhnen, meine Finger wieder da drüben zu haben. Sowieso, dem hat sie bezahlt gemacht. Maggie schwebt. Darf nicht wehtun. Oder? Maggie schwebt doch, oder? Hat sie Schweben drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheinbar nicht. Scheinbar ist sie jetzt tot. Oh Mann, oh. Ach Mann, weil dieses blöde Golbert uns die ganze Zeit verwirrt. Jetzt ist Sandy ein. Sandy, der alte Flammenkopf. Ey. So, darf sogar auch gleich als erstes. Geht wirklich auf die Fresse. Gott, ich will auch die Technik Erdbeben können. Die will ich so Mazelda beibringen, die Technik Erdbeben. Weil die halt einfach geil ist. Die ist stark und einfach geil. Da ist dann alles andere nichts mehr gegen. Da ist dann Schaufler nichts mehr gegen. Auch wenn Schaufler geil ist, aber das ist halt nochmal geiler. Guck mal, das Geile ist nämlich, unsere Pokémon sind jetzt alle wieder geheilt. Das ist so schön. Los, Maggie. Erstmal machen wir das Weibliche fertig. Du schlägst den männlichen Part. Und ich guck mal, ob ich den weiblichen One-Hitten kann. Mit Magnetbombe. Ich glaube nicht. Nein, noch nicht mal annähernd. Aber gut, macht nichts. Nein, nicht Erdbeben. Oh, ich glaube, mit Maggie ist das doch ein bisschen schwierig, wa? Weil wir wissen ganz genau, Erdbeben vernichtet. Erdbeben vernichtet doll. Das überlebt Maggie wieder nicht. Weil es halt zu effektiv für sie ist. Wir müssen zum Kraterberg. Das trifft alle? Oh, wusste ich gar nicht. Schön, dass wir jetzt keine EXP bekommen. Oh, So, Nahkampf, kriegst du auf die Fresse, Alter.
Aber richtig jetzt. Nahkampf ist eigentlich eine ziemlich geile Attacke, ne? Mit 120 Schaden und fast immer Treffen. Klar, die Verteidigung geht runter, aber um so ein Pokémon zu finishen, ist das schon ziemlich geil. So, ich glaube, wir sind aber gleich da. Die Ast-Trainer haben wir auch schon besiegt, tatsächlich. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind Team Galactic. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner? Du sagst es, Kumpel. Genau so machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrosteten Insel, Eiseninsel. In Freud und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Case, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Verlieren? Gegen Rüpel oder was? Nein. Hab ich euch schon ins Stahlhaus gefangen? Ich glaub nicht, ne? Eins nur Billy Cat. Also fast. Nicht, ne? Donnerblitz zubert. Warum gehst du auf Zubat? Ja, na gut. Weil du es tot machst, alles klar. Hier können wir Maggie ja wenigstens Zuschuss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war sowas wie Mimikry oder so? Metronom? Das wirkte jetzt so wie Metronom, weil sie dann ja plötzlich die andere Attacke gemacht hat. Ist euch mal aufgefallen, dass unsere Pokémon ein höheres Level haben als die gegnerischen Pokémon? Das kommt eigentlich selten vor, muss ich sagen. Ein Glibunkel. Das kommt eigentlich selten vor, ehrlich gesagt. Nein, nicht Hunduster. Ich wünschte, wir hätten einen Hunduster. Ich hätte gerne einen Hunduster und einen Hundemon. Stirb. Sehr effektiv? Bin mir gar nicht sicher. Nö, es klang jetzt nicht sehr effektiv. Na gut. Trotzdem tot. Das Wichtigste ist, dass sie sterben, die Pokémon. Ein Golbat und bestimmt noch ein Golbat, oder? Oder nochmal die Weiterentwicklung von Snubillycat da. Skunk. Ne, das ist ja die... Das stinkt hier, ne? Ja. Gott, habt ihr langweilige Pokémon, ey. Also ich meine wirklich, ihr habt echt langweilige Pokémon. Mach doch. Nachthieb. Das tut nicht weh. Dürfte er eigentlich nicht überleben. Yay, Level 36. Nice. Nichts Neues zu lernen? Okay. Ja, Schockwelle von mir aus eigentlich relativ irrelevant, weil er ja sowieso immer zuerst anfangen darf. Also irrelevant. Aber schön, da ist Maggie jetzt auch Level 36 geworden. Das ist cool. Ich würde am liebsten heulen. Mein Herz ist gebrochen. Wir sind einfach zu stark. Was für eine Kombination. Oh ja, wir sind der Hammer. Aufhören, das reicht. Eure Kombination ist einfach nur krank. Ihr beiden und dann eure Pokémon. Schwinden wir, Partner. Du sagst es, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactica aussieht. Das ist auch geil, ja. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Ja. Dank dir. Leider hast du keinen Platz, um ein weiteres Pokémon aufzunehmen. Also gut, ich warte hier auf dich. Ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Und er geht jetzt... Oh, der ist jetzt auch nicht mehr bei uns. Er ist jetzt auch nicht mehr bei uns. Das ist doof. Das ist jetzt relativ doof. Okay.
Ich fahr Fahrstuhl. Komm, ist mir egal. Ich fahr Fahrstuhl. Vielleicht kommen wir ja so raus. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es mal. Es sieht danach aus, oder? Es sieht nach einer Abkürzung aus. Es sieht so aus, als ob wir hier auch noch nicht waren. Das war wohl der Kampf mit Urs. Das war's. Das war's. Kein Urs mehr dabei. Kein Dauerheilung, kein Dauerkillen, kein Dauer... Keine Dauerwelle, nichts mehr. So, Surfer. Ein Leuchtstein. Metallmantel. Warte mal, mit Metallmantel konnte man doch Sichlor zu Scherox tauschen? War da nicht sowas? Komme ich aber nicht mehr hoch dann. Ach, warum müssen wir voll sein? Das ist doch kacke. Und warum muss er da unten auf mich warten? Warum muss er denn ganz unten auf mich warten? Ach, kacke. So, ich sollte hier auch nochmal zu den Attackenverlerner. Den weiß ich doch gar nicht, wo der ist. Damit wir Stalos da mal... Stalos vor allem. Stalini da... Wie heißt unser Pokémon? Stalin, so. Mal die Auflockerungstechnik abgewöhnen, weil die soll wohl nicht mehr so... Die soll wohl nichts mehr bringen. Okay, ablegen. Maggie, es tut mir leid, aber wir müssen dich ganz kurz ablegen, denn wir kriegen ein Ei. Wir kriegen ein Ei. Und dann gehen wir gleich in die Arena, geil. Ich bin gespannt, ich bin so gespannt drauf. Wir haben echt hart trainiert, also wirklich, wir haben hart trainiert. Wir haben wirklich hart trainiert, bevor wir in die Arena gegangen sind. Also da muss ich mal sagen, das ist jetzt... Ich bin gespannt, ob er uns genauso Probleme macht wie der letzte Arena-Leiter dann. Attackenverlerner zufällig? Nee, wie blödsinnig. Hier in Fleetburg soll der sein, der Attackenverlerner? Ich war auch noch gar nicht da unter am Markt. Außerdem müssen wir sowieso nochmal in den Markt schauen. Wegen... neuen Tränken und Beleber und sowas. Ich komme jetzt tatsächlich nicht hoch und Urs ist bestimmt da unten wirklich, oder? Warum wartet die blöde Sau nur ganz unten auf uns? Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wie es da reingeht. Ich glaube, rechtsrum war schon mal die richtige Wahl. Ich war hier noch nicht gewesen. Hä? Da liegt noch ein Pokéball. Ich war hier noch nicht. Naja, gut. Aber jetzt haben wir ja auch die Chance, einen Stalos zu fangen. Wobei, ich hatte keine Pokémon-Bälle mehr, ne? Warum habe ich mir keine Pokémon-Bälle mitgenommen? Wir können auch die Technik Laker einsetzen, wie der gemeine Deutsche sagt. Oder einfach nur ich. Laker und Jade. Ja, genau. Ich war hier noch nicht gewesen. Ein Fluchtseil. Findet man eigentlich immer an Anfang jeder Höhle, ne? Ein Fluchtseil ist eigentlich immer the place to be. Na gut, dann trainieren wir halt noch so ein bisschen weiter, ne? Ist ja auch nicht das Problem. Ich meine, Gary jetzt nochmal auf Level 37 bringen, ist natürlich auch relativ angenehm. Setzen wir gleich noch Sandy ein, weil Sandy hat ja auch noch, wenn das wirklich Stahl sein soll, der nächste Trainer. Was ja da, ich gehe ja auch davon aus eigentlich, weil halt sehr viele, naja, die Eiseninsel veranlasst einen ja schon dazu, dass es Stahl wird, ne, also. Und da ist halt Sandy halt auch sehr gut gegen.
Ach ja, habe ich alle gekämpft? Vielleicht kriegen wir sie ja auch noch Level Up. Dann ist sie auch Level 37. Man weiß ja nicht. Die ist ja auch alles sehr effektiv hier gegen mit ihren auf die Fresse schlagen. Aggros Handy hier. Finde ich nicht gut, dass Sandy so aggressiv ist, aber na gut. Sie ist ziemlich weiß geworden. Und sie guckt auch genauso, wenn ich ihr Essen wegnehme, dann guckt sie auch genauso. Dieser grimmige Blick. Das ist es einfach. Das sind ja auch noch ein paar Prozente, wer weiß. Komme ich da? Ich komme von hier gar nicht dahin. Oh, leck mich doch. Ich will das Ei jetzt haben. Für die Streicheleinheiten. Ich brauche das. Ich brauche das Ei, Ei, Ei. Los, Handy. Brenn Gulbert ab. Mit Flammenwurf. Aua. Ja, Gulbert ist jetzt nicht das Pokémon, was Sandy... Ich vergesse immer, dass Sandy auch ein Kampf-Pokémon ist. Wirklich, das ist... Ich mache Kampfattacken, aber ich vergesse halt, dass sie auch vom Typ Kampf ist und so mit Flügelschlag und sowas halt auch wehtut. Aber naja. Sandy schafft das schon. Wir müssen nur ganz fest an sie glauben. Ich weiß nicht, ob links oder rechts. Ich habe keine Ahnung. Wir können ja auch einfach von Gulbert weglaufen, oder? Weil unsere Pokémon werden jetzt ja auch nicht mehr geheilt. Ach, egal. Hauptsache Sandy geht Level Up noch. Was sie dann noch ein bisschen stärker macht und ein bisschen mehr KP und diesen ganzen Scheiß hat. Ich soll ich fliehen? Ich hasse Konfusstrahl. Aber Sandy müsste uns doch eigentlich lieb haben, ne? Das ist jetzt mal der Test, ob Sandy uns lieb hat. Nope, Sandy hat uns nicht lieb. Alles klar, werde ich hier sofort sagen. Werde ich hier sofort sagen, dass sie uns scheinbar hasst. Schön. Danke, Sandy. Wirklich, toll. Toll. Das war der ultimative Test. Toll. Toll. Ich muss Sandy mal ganz kurz heilen. Mit Schlägen oder so, keine Ahnung. Kann nicht sein. Ein Hypertrank sogar, weil ich so nett bin. Ja.